Was würde es für dich bedeuten, von heute auf morgen nur noch von einem Drittel deines Einkommens leben zu müssen? Aktuell bezahlst du jeden Monat 9,3% deines Bruttolohns in die gesetzliche Rentenversicherung ein und dein Arbeitgeber nochmal genauso viel. Das sind über ein ganzes Berufsleben gerechnet Unsummen an Beiträgen. Und dennoch kannst du dich nicht auf eine gesicherte Rente im Alter verlassen. Das wurde mir letzte Woche erneut klar, als ich mir den Rentenbescheid meiner Frau Nancy angesehen habe. Ich war wieder mal schockiert, wie wir mit dem System Rente belogen werden. Das deutsche Rentensystem ist fast am Ende und es ist an dir, dich privat abzusichern. Aber was genau ist diese große Rentenlüge, von der ich spreche? Wie sieht das ganz konkret am Beispiel meiner Frau aus? Wie kannst du dich künftig absichern und es besser machen? Darüber spreche ich jetzt. Um zu verstehen, wieso unser Rentensystem kurz vor dem Kollaps steht, musst du wissen, dass es bereits über 70 Jahre alt ist. Es basiert auf einem Generationenvertrag aus den 1950ern, als die wirtschaftlichen und demografischen Gegebenheiten vollkommen anders aussahen. Es gab genug junge Menschen, die für die ältere Generation arbeiteten und einzahlten. Das funktioniert aufgrund des demografischen Wandels längst nicht mehr. Schon heute können viele Rentner von ihren Bezügen kaum noch leben. Das ganze System ist nicht mehr tragfähig und steht vor enormen Herausforderungen, die nur durch tiefgreifende Reformen gelöst werden können. Bis 2030 scheidet dann auch noch die Generation der Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt aus und hinterlässt eine gewaltige Finanzierungslücke, die ein weiter sinkendes Rentenniveau zur Folge haben wird. Das heißt für den Einzelnen, dass die staatliche Rente endgültig nicht mehr ausreichen wird, um deinen eigenen Lebensstandard zu halten. Und wenn Politiker weiterhin nur in Wahlperioden denken, werden auch keine nachhaltigen Lösungen gefunden werden. Dazu kommt unser schwächelndes Geldsystem. Ihr wisst es ja, die Inflation führt zu Kaufkraftverlust und sorgt dafür, dass die Ersparnisse und die sinkenden Renten noch weniger wert sind als ohnehin schon. Mit der Folge, dass das Geld im Alter erst recht nicht ausreicht, um den eigenen Lebensstandard zu halten. Private Vorsorge wird deshalb immer wichtiger. Anders gesagt, der durchschnittliche Arbeitnehmer hat gar keine andere Möglichkeit, als privat vorzusorgen. Wer sich allein auf die staatliche Rente verlässt, ist im Alter verlassen. Niemand kann die Zukunft vorhersehen, aber es ist an jedem Einzelnen, sich vorzubereiten und die eigenen Optionen abzuwägen. Eine private Absicherung kann beispielsweise durch betriebliche Altersvorsorge oder private Investments geschehen. Es ist essentiell, sich frühzeitig über die eigene Rentenprognose zu informieren und realistisch zu planen. Was hat das Ganze nun mit meiner Frau Nancy zu tun? Ganz einfach. Sie ist ein lebendes Beispiel, wie wichtig es ist, sich privat zu kümmern und nicht blind auf den Staat zu vertrauen. Meine Frau ist zurzeit 50 Jahre jung. Ob ich das öffentlich so sagen darf? Naja gut, sie wird es mir verzeihen. Und geht voraussichtlich 2041 in Rente. Ihr aktuelles Nettoeinkommen liegt bei ca. 3.000 Euro im Monat. Laut ihrem Rentenbescheid würde sie eine Altersrente in Höhe von 1.483 Euro bekommen. Das entspricht nach Steuern und Abgaben einer Nettorente von 1.197 Euro. Ihre zu erwartende Rente liegt also bei 40% ihres heutigen Nettoeinkommens. Wenn wir die Inflation berücksichtigen, und das müssen wir, und konservativ mit 2,5% pro Jahr ansetzen, was noch sehr gnädig gerechnet ist, beträgt die Kaufkraft der Nettorente 2041 noch 810 Euro im Monat. Ist das nicht der Wahnsinn? Und jetzt stell auch du dir einmal vor, du lebst plötzlich mit weniger als einem Drittel deines monatlichen Einkommens. Das ist nicht besonders viel und reicht nicht mal für die grundlegenden Lebenshaltungskosten von Miete, Strom und Nahrung. Derzeit zahlt meine Frau monatlich 450 Euro in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Dazu ist sie verpflichtet. Das geht automatisch vom Lohn ab. Was sie am Ende davon hat, haben wir eben gesehen. Würde der Staat den Menschen mehr Verantwortung für die eigenen Finanzen geben und sie das Geld selbstständig investieren lassen, sähe das Bild ganz anders aus. Würde sie das Geld über das ganze Arbeitsleben bis zum Renteneintritt in eine durchschnittlich gut performende Anlage investieren, Achtung, schwarze Schwäne, könnte sie damit ein Kapital von etwa 1,2 Millionen Euro aufbauen. Daraus kann sie dann eine monatliche Rente von etwa 7.200 Euro lebenslang beziehen. Selbst wenn wir die Inflation abziehen, ergibt sich daraus eine Kaufkraft von mindestens 4.500 Euro pro Monat.
Das ist ein ganz anderer Wert als die 850 Euro aus Nancys Beispiel. Zugegeben, mein Beispiel war etwas vereinfacht. Aber es zeigt, wie viel vorteilhafter es wäre, wenn Menschen die Möglichkeit hätten, selbst zu entscheiden, wo und wie sie ihre Rentenbeiträge investieren wollen. Die Eigenverantwortung für die eigenen Finanzen sorgt nicht nur für eine höhere Rente, sondern auch für mehr finanzielle Unabhängigkeit im Alter. Gleichzeitig steht den Menschen mehr Kapital zur Verfügung, was sie in den Wirtschaftskreislauf und damit in die Steuerkassen zurückführen können. Es gewinnen also alle Seiten. Übrigens, in der nächsten Folge verrate ich dir, ob und in welchen Fällen du aus der gesetzlichen Rentenversicherung rauskommst, wenn du dein Geld lieber selbst verwalten möchtest. Also schalte Mittwoch wieder rein. Und jetzt kommt mein persönlicher Tipp an dich. Aufgrund des Aufbaus unseres Geldsystems bleibt dir nur eine einzige Möglichkeit, um dich in Zukunft abzusichern. Du musst dir unternehmerisches Denken aneignen und deine eigene finanzielle Bildung erweitern. Nur dann kannst du es wirklich schaffen, deinen Lebensabend ohne Geldsorgen zu genießen. Die herkömmlichen Angebote am Finanzmarkt bieten dir zu wenig Sicherheit, sodass du beim nächsten schwarzen Schwan sämtliche Ersparnisse in Finanzprodukten und Wertversprechen verlieren könntest. Investiere stattdessen in Sachwerte wie Gold, Silber, Aktien oder Unternehmensbeteiligung, die ihren Eigenwert behalten. Sorge gleichzeitig dafür, dass du immaterielles Vermögen in Form von Wissen, Talenten, Gesundheit oder Erlebnissen aufbaust. Das ermöglicht es dir, auch im Alter stabil zu bleiben und nicht dein ganzes Vermögen in die Beseitigung von Krankheiten zu stecken. Dass das Rentensystem so nicht mehr lange haltbar ist, ist eine Tatsache. Was danach kommt, kann niemand sagen. Aber eins weiß ich sicher. Finanzielle Bildung ist und bleibt der Schlüssel zu einer besseren Zukunft. Durch sie werden die Menschen fähiger, auch eigenverantwortlich zu handeln und fundierte Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig sollten die Ausgaben des Staates transparent und nachvollziehbar gemacht werden. Dann können die Menschen nämlich selbst beurteilen, was mit ihren Steuergeldern oder auch den Einzahlungen in die Rente wirklich passiert. Ziel aller Produktion sollte es sein, den wahren menschlichen Bedürfnissen zu dienen, nicht denen der Wirtschaft. Nur so können wir für ein neues Verhältnis zwischen Mensch und Natur sorgen, das eine Zukunft überhaupt möglich macht. Das oberste Ziel sollte die Mitwirkung an einem gesellschaftlichen Leben für eine bessere und gerechtere Gesellschaft sein. Ob und wann das Rentensystem der Zukunft kommt oder wie es aussieht, kann ich nicht sagen. Auch nicht, ob es meinen Vorstellungen von einer besseren Gesellschaft entspricht. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass es in deiner Verantwortung liegt, dich finanziell auf das Alter vorzubereiten. Der beste Zeitpunkt dafür ist jetzt, nicht später. Also nutze deine Chance und vereinbare ein kurzes Gespräch mit mir. Dann schauen wir uns deinen Rentenbescheid mal genauer an und rechnen verschiedene Optionen für deine Zukunft durch. Melde dich dafür einfach über LinkedIn, Instagram oder per E-Mail. Die Adresse habe ich dir in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und goldene Grüße, dein Ronny Wagner.